Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen Wochenabschluss JFD Live Trading TV am Nachmittag, 17. April 16:30 Uhr. Wir sehen hier stark korrigierende US-Märkte und das in aller Stärke. Der DAX macht hier weiterhin einen großen Sprung nach unten und erfüllt hier somit die Freitagsfrequenz im Sinne negativer Schlusspreise. Wir hatten das heute Vormittag angedeutet, da stand der DAX hier, DAX hier im Bereich 11.990 Punkte und die Risiken eben, und darauf wurde hingewiesen, schauen Sie sich gerne das Video vom Vormittag nochmal an, dass wir unterhalb von 12.025 Punkte grundsätzlich weiteres Abwärtspotenzial besitzen, was hier 11.900 Schrägstrich als erste sogar 11.800 Punkte zur Folge haben könnte. So geschehen, sensationeller Verlauf in Anführungszeichen. Hier hätte man mit relativ geringem Risiko tatsächlich an einem starken Abwärtsschub teilnehmen können. Wie geht es jetzt nun doch weiter? Wir haben hier im Stundenchartintervall sicherlich jetzt die Daily Range schon weitestgehend ausgeschöpft und der Markt ist hier ja intraday schon stark überkauft. Wir sind hier an die Unterstützung 11.800 Punkte rangelaufen, haben diese auch unterschritten und haben jetzt sogar hier das Support Level 2 des Wochen Support Levels anhand des Wochenpivotpunktes fast erreicht, 11.703 Punkte. Ich will nicht ausschließen, dass wir das Level heute noch sehen. Im absoluten Ausdehnungsfall wären hier sogar noch Niveaus von 11.525 möglich, doch dass dies während der nächsten Handelsstunde bis zum Xetra-Schluss passiert, erscheint fast nicht möglich. Tatsache ist aber, der Markt hat hier einen großen Wink bekommen, bereits gestern und mit der heutigen Schwäche auch, dass sich hier technisch gesehen sicherlich noch weitere Verluste anschließen dürften. Nachdem ich heute Morgen nicht ganz so sicher war, also in so Sachen dessen, dass der DAX jetzt hier wirklich nach unten wegbrechen könnte, wenngleich die Annahme die war, und das sehen Sie anhand des blauen Tendenzpfeils, den ich hier ruhig hätte ein Stück weiter schärfer malen können, die Tendenz schon abwärts gerichtet war, ist es nunmehr in Anführungszeichen fast schon vollendet, dass der DAX hier sicherlich noch mehr Verluste erzeugen dürfte. Schauen wir uns dazu den Tageschart an vom DAX und da sehen wir ja aktuell, ja, das heute Morgen schon angesprochene Mysterium bzw. die desolate Aktion im Sinne des Ausbruchs unter dieser Aufwärtstrendlinie, des Ausbruchs unter den EMA 20 und wir haben heute genauso eine schwache Kerze wie gestern und durchbrechen hier sauber die Unterstützungslinien, die ich eben heute Morgen noch aktualisiert eingezeichnet hatte. Im Sinne dessen, dass wir jetzt unter 11.800 sind und wenn wir unter 11.800 aus der Woche gehen, nahe der 11.700 Punkte Marke, dann wird sich hier mit großer Sicherheit dieser blaue Pfeil aktivieren und davon sollte man jetzt auch ausgehen, auch wenn es korrektive Erholungsversuche gibt, der DAX hat hier weiteres Potenzial in Richtung 11.350, 11.400 Punkte zurückzufallen. Das ist definitiv ein anzunehmendes Korrekturziel während der nächsten Woche, wahrscheinlich auch darüber hinaus. Das muss man sehen, wie die Heftigkeit ausfällt. Letztlich sind Erholungsbewegungen, die jetzt hier in den Bereich 11.8, 11.9 führen, insbesondere hier die Unterstützungszone 11.900 Punkte, zuvor die Unterstützungszone auf Daily Basis, die ist jetzt heute sauber durchbrochen. Das ist ein ganz, ganz signifikanter Widerstand. Und wenn es denn hier Erholungsschübe gibt, jetzt passe ich mal die Pfeile nach der Lage an, also präferiert wird eine weitere Abwärtsbewegung. Erholungen, sofern sie denn kommen, Erholungen, sofern sie denn kommen, scheinen mir hier im Bereich 11.900 wieder bereit für einen Sell-Off. Und insofern müsste sich hier eine weitere Schwäche vollziehen. So wäre mal die aktuelle Annahme. Positiv würde ich erst wieder sein, wenn es hier über 12.000 Punkte hinausgeht. Sehe ich aktuell nicht kommen, vielmehr Korrekturphase und hier tatsächlich diese ja, eventuell ideale Punktlandung an diesem Aufwärtstrendkanal, an dieser unteren Aufwärtstrendkanallinie, welche hier dann wohlmöglich eine ideale Einstiegschance für den DAX ist, um dann mittelfristig an einer weiteren Performance über den Sommer hinweg teilzunehmen. Die aktuelle Korrektur also durchaus gesund, durchaus notwendig. Wichtig, dass wir uns, wenn sie sich eben fortsetzt, hier im Bereich 11.350, 11.400 Punkten sammeln, festigen. Gehen wir nämlich da runter, dann müssen wir die Etagen nach unten weiter abzeichnen und dann könnte es Niveaus von 11.000 10.600 Punkte etc. geben. Doch so weit will ich jetzt erstmal gar nicht gehen. Der Support-Level hier ist definiert. Der wird sicherlich eins der nächsten Ziele sein. Das heißt, 300, 400 Punkte nach unten sind noch möglich. Nach oben wird das Ganze erst wieder bullisch, wenn wir hier über 12.000, 12.050 Punkte hinausziehen. Ich denke, heute Morgen haben wir den DAX sehr gut eingefangen. An die Zuschauer, denen das gefallen hat, geben Sie da ruhig ein positives Statement ab, damit wir das Ganze noch intern auch kommunizieren können. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal zum S&P 500, der hier
gestern tatsächlich das vollzog, was wir auch in der Sendung besprochen hatten, nämlich hier einen Erholungsimpuls. Sehen Sie den blauen Tendenzfall des gestrigen Handelstages. Da wurde ausgegangen eben von dem Level 2097, 2096, dass wir hier eine Erholung fahren. Es hat nicht gereicht, das Hoch vom Vortag zu attackieren, beziehungsweise hier vielmehr das Hoch vom Mittwoch. Letztlich gab es dann im Zuge dessen hier im Folge der Asia-Session, der schwachen European-Session, tatsächlich dann eben heute weitere Verluste. S&P 500 hier jetzt an dieser markanten Unterstützung 2085 Punkte angekommen, auch im Zuge dessen, dass wir eben 2095 Punkte unterschritten haben, Schrägstrich hier diese obere Unterstützungszone, die jetzt hier zum Widerstand mutiert, ohne Worte, zack, auch das ist jetzt ein Widerstandslevel, zack. Und jetzt sind wir bei 2085, mögliche Stabilisierung denkbar, aber, großes Aber, es ist anzunehmen, dass wir von diesem Level entweder heute aus, wenn wir uns noch erholen, oder direkt weiter nach unten abkippen, das nächste Zentrum der Korrektur wäre 2065 Punkte. Das heißt, die Tendenzpfeiler haben hier ganz klar nach unten gedreht, der Markt ist meiner Meinung nach schwach für die kurzfristigen Augenblicke zu sehen und es dürfte sich eben auch hier mit Sicht auf die nächste Woche, vielleicht Wochen, fortsetzen. Also Korrektur voraus in meinen Augen. Ob es so kommt, werden wir sehen. Hoffentlich macht uns der Markt keinen Strich durch die Rechnung. Aber die Tendenzen, die sich aktuell am Horizont hier abzeichnen, sind doch schon sehr, sehr deutlich. Gut, schauen wir uns den S&P an, warum auch hier weiteres Abwärtspotenzial als wahrscheinlich gilt. Die obere Trendlinie, vor der wir gestern noch lauerten, ja, und auch am Vortag, die wir hier zweimal touchiert haben, das sah ganz gut aus. Der DAX hier, wie gesagt, leichter Rücksetzer, DAX, was sage ich, S&P 500, leichter Rücksetzer unterhalb dieser Trendlinie und dann Ausbruch. Das war im Prinzip das, was hätte kommen sollen, würde auch ins saisonale Bild passen. Jetzt sehen wir aber aktuell eine tiefschwarze Kerze, wohlbemerkt, schauen Sie sich die Größe an, eine sehr, sehr heftige Kerze. Und wenn es da nicht am Montag so eine Reversal-Kerze gibt, wie ja von Anfang April, sprich wenn so eine starke Korrekturkerze nicht ähnlich stark korrigiert wird, nach oben in dem Fall, dann ist davon auszugehen, und das wäre jetzt mein präferiertes Szenario, dass wir ja neben 2065 Punkte hier diesen leichten Horizontal-Support, den ich auch hier mal in den Tageschart einzeichne, den wir hier auf Stundenbasis letztlich auch gesehen haben. 2065, grüne Zone. So, das wäre ein Stück tiefer noch. Dieser Bereich hier, der dürfte nur eine Zwischenstation auf dem Weg nach Süden sein. Vielmehr rechne ich jetzt damit, dass sogar Niveaus um 2045, vielleicht sogar ein Test dieser unteren Trendlinie des Abwärtstrendkanals hier erreichbar scheinen könnte. Kurzfristige Erholung in meinen Augen nur korrektiv. Würde, Schrägstrich, könnte so aussehen. Ansonsten scheint mir hier der Markt weiter angezählt und die Tendenzpfeile, wie gesagt, die gehen hier nach unten. Nach grau oben male ich jetzt den Fall für den Fall, dass die Kraft reicht. Und der Index, das wäre dann ein bullischer Counter, wenn wir hier über 2112 Punkte hinausziehen. Dann muss davon ausgegangen werden, dass die Bullen zurück sind. Aber das sehe ich kurzfristig nicht. Also hier der Tendenzpfeil grau nach oben und blau nach unten. Blau sind die präferierten Szenarien. Insofern gibt es hier gar nichts mehr zu sagen. Der Chart spricht hier Bände. Und insofern bereiten Sie sich auf das vor, was hier möglicherweise noch kommt. Die Charts geben hier einen relativ guten Wink vor. Werden wir sehen, wie das noch ausfällt. Ob das eine größere Korrektur wird oder nur eine korrektive Bewegung im Sinne des großen Aufwärtstrends. Wir sehen hier nochmal abschließend den Wochenchart zum S&P 500. Das heißt hier, wir haben es nicht geschafft, das letzte Hoch rauszunehmen und insofern muss man jetzt sehen, wie sich die aktuelle Korrekturwoche in der kommenden Woche darstellt. Ich füge jetzt hier nochmal einen Punkt hinzu und das wird jetzt die Gretchenfrage sein, ob wir eben hier dann, wie tief wir hier abrutschen. Faktisch gesehen, das letzte Local Low, was wir hier Anfang, Schrägstrich, Mitte März gemacht haben, bei 2039 Punkten, sollte nicht unterschritten werden, kommt es dazu, dann sehen wir sicher die 2000-Punkte-Marke schneller als dem einen oder anderen lieb ist. Gut, liebe Zuschauer, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Infos mitgeben. Wie gesagt, heute Morgen, wer eingeschaltet hat, hat den DAX relativ gut einfangen können. Also das war wirklich ein hervorragendes Setup. Gibt es nicht allzu oft, aber in dem Fall war es der Fall, dass der DAX direkt von diesem Level aus die nächste Korrekturstufe zündete. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen auf der Invest. Oder hören uns in der kommenden Woche wieder. In dem Sinne, viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, auch wenn es regnet. In dem Zusammenhang, bis bald, Ihr Christian Kämmerer.